wir haben alles. Wir haben Corsa-Fahrer, wir haben Smart-Fahrer, Ferrari-Fahrer von großen Unternehmen. Leider ist der Markt so, Qualität kostet Geld. Dass der Kunde sagen kann, wow, jetzt kann ich es mir vorstellen. Das macht momentan keiner. Und das will ich aber auch gerne auf den Markt bringen. Wie gesagt, das sind Poren, die offen sind, wie bei einer normalen Haut. Und die Folie ist, wie gesagt, da kommt die Luft rein und raus ohne Probleme. Die Folie härtet in 3-4 Wochen ungefähr komplett aus. Dann schließen sich diese Poren. Ja, auf jeden Fall erzähl mal ein bisschen was von dem Laden. Ihr seid jetzt hier in dem Autohaus KDA. Du hast ein geiles Angebot bekommen, hast du schon erzählt. Und wie lange seid ihr jetzt schon hier? Anfang des Jahres. Noch gar nicht so lange? Ja, offiziell ab 1.1. den Vertrag hier bekommen, Anfang des Jahres. Sind jetzt in den Locations, wie gesagt, bei KDA drin. Nähe Kudamm ist Abfahrt Hohenzollerndamm. Haben wir unser Reich hier oben, wie gesagt, und hier können wir uns voll auslassen. Hier können wir die Wunsch der Kunden erfüllen. Wir machen Vollfolierung, Teilfolierung, Werbefolien, alles was mit Autofolierung zu tun hat. Auch, wie du siehst, lassen wir die Felgen pulvern. Also alles, was so ein bisschen leicht mit Tuning zu tun hat. Mhm. Wir gehen nicht so viel in Detail, wir machen Verschönerungen. Wir benutzen Lackfolie, Schutzfolien, dass der Schutz vielleicht bei Leasing-Autos, wenn Kunden kommen und sagen, ey, der Lack soll geschützt werden, weil ich will den Wagen in 3 Jahren zurückgeben, machen wir auch Lackschutzfolie drauf. Du hast ja gesagt, ihr habt ja, also alle Kunden sind gern gesehen. Ja. Also vom kleinen Opel Corsa bis hin zum... Genau. Hier haben wir, also das ist ein Sima. Ein Sima, genau, hier haben wir einen Sima, das gehört auch ein Künstler. Der wechselt alle Farben, glaube ich, alle 3 Monate mal, weil er immer was anderes haben möchte. Ja, wir haben alles. Wir haben Corsa-Fahrer, wir haben Smart-Fahrer, Ferrari-Fahrer von großen Unternehmen. Hier haben wir einen Dodge Ram, das gehört auch einem großen Unternehmer. Und wie gesagt, den hat den frisch gekauft. Der ist von Autos Köhler direkt raus, kam zu uns, hat den hingestellt, sagt, folieren. Der braucht Lackschutzfolie. Bekommt er auch, wie gesagt, komplett was. Das ist ein kompletter Neuwagen, ja? Das ist ein kompletter Neuwagen, der hat gerade mit 50 Kilometer. Der wurde gerade abgeholt vor 2 Tagen, hat ihn hier hingestellt und der wird komplett foliert von uns. Ja, also wie gesagt, hier sind alle Gäste, alle Kunden, da ich ja nicht Gäste, Kunden, willkommen. Wir folieren alle Fahrzeuge. Also hier wird keiner bevorzugt. Auch wenn er auch ein Corsa kommt, wird er genauso behandelt wie der Ferrari-Fahrer. Muss aber natürlich nicht so viel zahlen wie der Ferrari-Fahrer. Magst du mal schon was erzählen von deinem Plan, so wie dann das hier präsentiert werden soll, wenn jetzt ein Auto foliert wird? Ich fand das vorhin so geil, als du sagtest mit dem... Ja, ich habe ja eine kleine Idee, weil ich bin ja auch so, ich beobachte ja auch den Markt, den amerikanischen Markt, die Folierer auf dem amerikanischen Markt, auch so weltweit. Und wie gesagt, da kommt es auch drauf an, wie die Autos immer präsentiert werden in den Videos. Und ich finde es immer wichtig, dass der Kunde nicht einfach kommt, Geld abliefert, Auto mitnimmt, ja komm, jetzt geh mal. Er soll was Besonderes bekommen. Jedes Auto, was wir machen, ist ja individuell. Mhm. Und das ist eine Handarbeit. Und wie gesagt, wir machen hier eine Location, hier kommt noch Hexagon Lights ran. Wir werden das Auto mit einem Seidentuch rüber abdecken, wenn wir fertig sind. Und dann machen wir eine kleine Show. Und das für jedes Fahrzeug, was wir folieren. Und der soll einfach was Besonderes bekommen. Weil jeder Fahrzeug, der hierher kommt, also was der Kunde bringt, ist ja für den Kunden ja immer sein Baby. Mhm. Für den Golffahrer, so wie den Ram-Fahrer oder den Sima BMW-Fahrer, ist es ja sein Schmuckstück. Und dieses Schmuckstück verfeinern wir, werten wir mit einer Folierung her auf. Und deswegen will ich denen das ja auch präsentieren, weil ich würde mich auch darüber freuen, wenn mein Auto ein Tuch drüber hat und ich ankomme und dann dieses Seidentuch runtergezogen wird und gesagt wird, hier ist dein Schmuckstück. So. Und da würde ich sagen, wow. Und ich würde eine extra Präsentation machen für den Kunden. Das finde ich schon schön. Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt solche Sachen hier habt? Da kommt die Folie einfach drüber. Gehe ich mal von aus, wa? Nein, also das wird abgemacht. Ja? Das wird abgemacht. Hier kommt die Folie rauf und dann kommt dieser neue Schriftzug von uns, wird da geplöttert und wieder raufgemacht. Hier in dem Fall kann der komplett weg, weil der Kunde möchte das nicht haben. Also, und so eine Sachen hier? Das ist nur geklebt. Die werden abgemacht. Dann nehmen wir eine Angelsehne. Ja. Da wird der Kleber warm gemacht und einfach abgezogen, sauber gemacht und dann nach der Folierung wieder genau darauf geklebt. Mal ein geiler Tipp, wa? Für die das für sich zu Hause machen wollen. Mit der Angelsehne habe ich das erste Mal gehört. Jeder hat irgendwann mal angefangen. Also mit der Angelsehne mal versuchen abzumachen, aber vorsichtig, nicht zu heiß machen. Ich will jetzt mit einem Cuttermesser so ran. Nein, um Gottes Willen, dann hast du unterm Lack den Lack stehen. Leider ist der Markt so, Qualität kostet Geld. Ist so, wenn man Qualität haben möchte. Ja, man hat aber dann auch Ruhe, wa? Also ich meine... Man hat Ruhe, man muss immer abwägen, ja? Also wie gesagt, man muss gucken, was will man? Will man Optikänderungen machen? Will man Schutz haben? Das muss man dann mal selber dann wissen. Aber was ist, wenn mal
etwas passiert. Ich meine, bei mir in der Reinigungsfirma gibt es auch Situationen. Ich habe dir erzählt von dem Fußboden, da steckst du manchmal nicht drin in dem Material und auf einmal ist der Fußboden hin. Ja, dann musst du ja auch reagieren. Gibt es bei euch auch Situationen, dass ihr dann halt auch sagt, okay, hey, ja, da kann mal was passieren, aber dann findet ihr natürlich immer eine Lösung. Natürlich, wir sind ja natürlich auch versichert, normal. Ja. Wir arbeiten natürlich so professionell, versuchen professionell, wir sind ja keine Roboter, aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Letztens haben wir ein Auto gemacht, da ist ein Plastik, eine Verkleidung abgebrochen, kann passieren. Dann machen wir das so, bestellen wir das Teil neu, dann muss man in eine eigene Tasche greifen und ersetzt das natürlich. Ja. So, große Sachen sind bis jetzt noch nie passiert. Das sind immer so kleine Sachen, wo man sagt, wo man den Kunden auch sagt, pass auf, das ist kaputt gegangen, haben wir neu ersetzt. Die sind immer meistens so 90% sagen die top, alles in Ordnung. Weiß nicht, ob du darüber schon sprechen möchtest, aber dass ihr das ja bald digital auch ermöglicht, sodass man dann sagt, so, oh krass, so sieht mein Auto dann aus. Genau, ich habe in verschiedenen Firmen mitgekriegt, oder auch bei Kunden, mit Kunden gesprochen, die können sich das immer nicht vorstellen, weil wir haben ja wirklich, das sind jetzt 8x3 cm große Fächer, Farbfächer. Und die Kunden kommen meistens und sagen, ey, wie sieht das Grün auf mein Auto aus? Na, was willst du ihnen sagen? Grün sieht auf dem Auto so aus. Mhm. Jetzt haben wir natürlich ein Programm gekauft schon, haben es noch nicht installiert, machen aber einen schönen Aufenthaltsraum mit einem riesen Konferenztisch, einem riesen Fernseher. Dieses Programm werden wir dann an dem Fernseher koppeln. Mhm. Und dann, wenn der Kunde sagt zu mir, ich habe jetzt einen X5, der ist Gold, das drücke ich dann auf, dann kommt ein X5 und dann sagt er zu mir, ich möchte gerne 3M-Folie haben, dann öffne ich 3M-Ordner, dann kommt die 3M-Folie und sagt er mir, welche Farbe, und dann mache ich Farbe grün. Kann diesen Wagen dann in 360 Grad drehen, kann ein Alpex durch die gucken, dass der Kunde sagen kann, wow, jetzt kann ich es mir vorstellen. Und wer das noch haben will, drücke ich ihm das noch aus, dann kann er es mit seiner Frau besprechen oder mit der Freundin und kann sagen, alles klar, die Farbe nehme ich. Wir wollen es den Kunden noch ein bisschen einfacher machen. Weil wir sitzen manchmal wirklich 3 Stunden oder kommt 5-mal der Kunde, ist für mich kein Problem, aber wie kommt nicht zum Nenner? Mhm. Um ihn einfacher, sage ich jetzt mal, die Wünsche zu erfüllen, wollen wir mit diesem Programm ihnen entgegenkommen. Ja, und ihm sagen, ey, pass auf, das ist möglich. Jetzt hast du deinen Wunsch, können wir so erfüllen, so können wir das umsetzen. Mhm. Also das ist schon eigentlich, das macht momentan keiner. Und das will ich aber auch gerne auf den Markt bringen. Wie findet man euch? Wie kommt man zu euch? Instagram, YouTube-Kanal haben wir, V6 Garage, Facebook haben wir auch, genau. Ich werde das alles auch verlinken. Also jeder, der von euch dann wirklich Bock hat, kann dann auch... Dann könnt ihr gerne uns verfolgen. Wir versuchen in der Woche 2 Videos zu machen, um auch aktuell euch mal auf dem Laufenden zu halten. Weil ich mache ja auch Videos, wie wir folieren und aber auch den Laden auch umgestalten, um einfach diesen Fortschritt auch für unsere Fans und auch für unsere Kunden zu zeigen, zu sagen, ey, der Laden sah mal vor Anfang 2022 mal so aus, jetzt sieht der 2025 so aus. Ja, und wir werden gleich das Glück haben, dass ihr zeigt, eure richtige Arbeit, weil ihr werdet jetzt werden wir hier mal... Der wird abgerissen und dann... Der wird ja mit Hammer und Meißel wird der rausgerissen, foliert und wieder rangesetzt. Ich habe tatsächlich gehört, ich konnte es gar nicht glauben, ihr habt keine Hebebühne hier, sondern du hebst die Autos immer an. Genau, aber mit einem Arm aber nur. Und dabei folierst du denn so? Also, und der Schüler mal foliert in der Zeit. Manchmal braucht er länger, aber ist nicht das Problem. Okay, dann springen wir jetzt direkt mal rein in die Arbeit. Wir haben hier Luftkanäle in der Folie drin. Ja. Siehst du ja, ohne Probleme können wir die, weil früher wurden die ersten Folien mit Wasser geklebt, weil die keine Kanäle hatten. Ja. Jetzt kann man die Luftkanäle komplett rausrakeln, konnte man früher nicht. Deswegen muss man die Folie mal raus, mit dem Wasser mal rausrakeln, war ein bisschen mühsamer. Heutzutage einfacher. Wie gesagt, das sind Poren, die offen sind, wie bei einer normalen Haut. Mhm. Und die Folie ist, wie gesagt, da kommt die Luft rein und raus ohne Probleme. Und wie gesagt, die Folie härtet in 3-4 Wochen ungefähr komplett aus. Dann schließen sich diese Poren. Bei der Folie ist, die ist noch nicht, die sieht nicht so glänzend aus, weil hier ist noch eine Schutzfolie drauf. Ja. Die ziehen wir gleich ab. Gerade auch für dieses Rakeln, da. Also genau, weil das Rakeln macht ja, ist auch nicht so dramatisch, weil wenn man mit einem Föhn rangeht, repariert sich die Folie. Wenn da kleine Kratzer sind, man föhnt das an, die Kratzer gehen weg, die repariert sich. Aber wenn man nachher jetzt die Folie abzieht, das sieht aus wie Klavierlack. Das ist wahnsinnig schön. Also wir benutzen hier gerade 3M-Folie. Dann haben wir, das ist schon eine qualitativ sehr, sehr gute Folie. Einfach vom Verarbeiten, von der Optik,
Man sieht hier keinen Unterschied, ob das Lack ist oder ob das Folie ist. Man muss immer gucken, wo man einkauft und auch qualitativ dann schaut. Also zum Beispiel in England hat man auch Folien teilweise, die echte Hammer sind. Siehst du bei dem Auto, das ist zum Beispiel hier eine englische Folie. Ja genau, der Kunde, der kommt ja her, hat eine Vorstellung und sagt, Mensch, ich will die Farbe. Manchmal hast du das bei 3M nicht. Dann sagen wir einfach, ey, wir haben hier einen Anbieter aus England, schau mal. Ey, dann sagt er, genau die Folie will ich haben. Dann bestellen wir die aus England. Guck mal, der Akran, der ist bei uns drin. Der, genau, macht, der hat die Firma Fabeno. Also wir sind ja die V6 Garage. Fabeno ist so eine Tochterfirma, die bei uns auch drin sitzt. Der hat ein eigenes Büro. Der kümmert sich um die Einkäufe. Folie einkaufen, verkaufen, weil genau, er vertreibt die Folien auch. Wir haben noch nicht die Distribution von mehreren Firmen, genau, alleinige. Genau. Das heißt, er hat zum Beispiel Verkaufsrechte. Für andere Folien? Auch für andere, genau, Folien, genau, genau. Er hat zum Beispiel Verkaufsrechte von England bekommen, von dass er diese Folie nur er verkaufen darf. Also das heißt zum Beispiel, wenn jetzt verschiedene Firmen jetzt aus Berlin sagt, da anrufen, sagt, wir wollen gerne die Folie kaufen, verkaufen sie nicht, die müssen sich bei Hakan melden. Und Hakan verkauft die Folie. Wir haben natürlich Glück, dass wir die natürlich für einen besseren Preis von ihm kriegen. Ja, also er verkauft die, kauft die, wenn wir sagen, pass auf, bestell bei 3M. Er kümmert sich für den Einkauf, er ist dafür zuständig, weil dafür haben wir absolut keine Zeit. Wir kümmern uns komplett um die Folierung, genau, und Hakan macht, wie gesagt, diese ganzen Einkauf, Verkauf. Er schreibt auch manchmal Rechnungen, macht und tut. Also ist meine Sekretärin oder unsere Sekretärin, ja, noch. Hallo. Noch. Ich werde dich bald entlasten, keine Sorge. Sind wir jetzt hier durch. Du hast einen guten Einblick bekommen, was hier alles so passiert. Du hast aber auch einen ganz besonderen Einblick bekommen in Selim, sein Leben und ein bisschen auch in das, was er so erlebt hat und gerade auch, was er für Misserfolge hatte, was ich ganz, ganz spannend finde. Scheiß auf Misserfolge, einfach durchziehen, einfach weitermachen und so. Das feiere ich mega. Das ist genau das, warum auch dieser Kanal, was es nochmal gegründet wurde. Und vielen Dank, mein lieber Mann. Du bist der erste, gerne, mein erster Interviewgast und dann auch gleich so ein Geiler. Und also, ich weiß nicht, geil. Und mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass du mich hier mit reingenommen hast, so in deine ganze Szenerie. Noch ist es der Anfang. Wenn wir fertig sind, dann kannst du noch mal vorbeikommen. Gucken, ja, unbedingt. Ich will, wie sich das entwickelt hat hier. Wie der Billardtisch steht und wieder in die ganz alten Leute, die wir eigentlich gar nicht mehr sehen wollten, einladen. So. Vielen Dank, Mann. Mega, gerne, mega. Und ich freue mich dann, du sagst mir Bescheid, wenn ich wiederkommen kann. Natürlich. Ja, genau, in 20 Jahren dann. Genau, in 20 Jahren wieder, dann, wenn meine Kinder Kinder haben. Genau. So machen, okay, wir das. Okay, also danke, dass du dabei warst. Ich werde auf jeden Fall Kanal auch verlinken, sodass ihr ihm auch folgen könnt. Gerne. Dass ihr seinem Kanal folgen könnt. Wenn ihr irgendwie Interesse habt oder irgendwie ein paar Tipps wollt oder sowas, schreibt gerne. Ich werde es auf jeden Fall weiterleiten. Ich fand's mega. Mein Lieber, danke. Gerne. Nicht dafür.